Geht's jetzt schon los? Juhu! Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe heute meine Kamerafrau. Daher, wenn irgendwelche blöden Kommentare zwischendrin sind, die Kamerafrau betreffen, nicht wundern. Das ist mein Zelt. War ja jetzt hier gerade mal ein paar Tage im Waldhausen. Bin jetzt mittlerweile schon wieder aus dem Wald ausgezogen, hatte aber jetzt Zelt dabei, weil ich mal das Bedürfnis nach etwas Luxus hatte und habe festgestellt, so optimal ist so ein kleines Ein-Personen-Zelt für den Wald noch nicht mal. Da wäre in mancherlei Hinsicht tatsächlich meine olle Baumarktplane für 8 Euro immer noch besser gewesen als so ein 400 Euro teures Akto von Hilleberg. Hier Hilleberg. Hilleberg ist so die Zeltschmiede Nummer 1. Man kann sich natürlich streiten, wer die weltbesten Zelte macht, aber Hilleberg wäre auf jeden Fall unter den Top 3 Kandidaten. Ein Akto gibt es heutzutage auch noch auf dem Markt. Mein Modell hier ist circa 14 Jahre alt, hat bisher immer noch gehalten, ist immer noch super, immer noch schön regendicht. Ja, also tolles Zelt, muss ich sagen. Taugt halt auch eben für Hochgebirge und arktische Bedingungen und ähnliches. Also für den deutschen Wald ist das total übertrieben, braucht man wirklich nicht. Ich wollte es euch nur einfach mal zeigen, weil ich hab's und naja. Also das ganze Set besteht immer aus einem Innenzelt, das kann man dann ins Außenzelt einhängen, logischerweise, brauchen wir jetzt nicht. Dann einem Gestängebeutel, das ist dieser hier. Jo, und wenn man dann die Zeltstangen hat, hat die den großen Vorteil, dass man damit Leute, die weit weg stehen, schießen kann. Jawohl. Und des Weiteren enthält besagtes Set dann noch natürlich das Außenzelt. Das kommt gleich zum Einsatz. Und im Lieferumfang enthalten ist auch ein Beutel Heringe. Ich habe da noch ein paar eigene Heringe dabei mittlerweile. Die ursprünglich dabei sind, sehen folgendermaßen aus. Diese hier. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach schon ein Aluminium-Hering, aber ja, die sind super leicht, eigentlich sehr stabil. Ich mag die gerne. Meiner Meinung nach könnten sie hinten noch irgendwie ein bisschen bessere Hakenstruktur haben, damit das besser, die Schnur besser drin bleibt. Aber genau für dieses Zelt sind sie eigentlich optimal. Wir bauen auf. Dazu nehme man das Außenzelt. Also man kann übrigens Innenzelt und Außenzelt ineinander verbaut lassen und dann das Ganze quasi eben auf einmal aufstellen. Das habe ich jetzt aber nicht, weil es nass war und besser trocknet so. Jupp. Und Schritt 1. Man macht eine Seite vom Zelt einfach mal am Boden fest, mittels zwei Heringen. Versuch Nummer 3. Also, das ist hier die Zeltstange. Die kommt jetzt in den Gestängekanal. Eigentlich soll man die Stange nicht in den Gestängekanal schieben, sondern den Gestängekanal über die Stange ziehen. Das ist nämlich sicherer, dann kann man nämlich die Stange nicht aus Versehen durchstoßen. Da das jetzt aber ein Zelt ist, was ich wirklich schon so oft in Verwendung hatte und weiß, dass es einfach nicht möglich ist, die Stange durch den Gestängekanal zu stoßen, ist mir das jetzt gerade egal. Jawohl. So. Dann gibt es jetzt hier diesen interessanten napfförmigen, behälterartigen Dingerich hier. Da soll jetzt die Stange rein. Das geht mit etwas Kraft. Dann auf der anderen Seite jetzt ein bisschen unter Spannung. Dann entsprechend etwas ziehen. Dann richtet sich nämlich der Bogen auch gleich zu einem entsprechenden wirklichen Bogen auf. Passiert also automatisch, wenn man das Zelt quasi ein bisschen abspannt. Nochmal festmachen und hier hat es überall Brombeeren. Und damit steht das Ding im Prinzip ja auch schon einigermaßen. Das Wesentliche hat man dann auch schon. Da kann man jetzt zum Beispiel schon mal sein Gepäck drunter schmeißen, wenn es arg regnet. Dann ist das Gepäck schon mal in Sicherheit. Und dann muss man es nur noch abspannen, damit es entsprechend sturmstabil ist. Dafür sind hier überall diese bunten Schnüre außenrum angebracht. Die sind auch standardmäßig schon dran, das muss man gar nicht selber machen. Peinlich heute.
Einmal. Diesmal schnitze ich mir die Dinger wieder selber. Einmal. Jawohl. Aber wie ihr seht, ist das jetzt damit eigentlich im Prinzip auch schon aufgebaut. Super solide, also wirklich super, super solide. Das hält jedem noch so fetten Sturm stand. Da kann gar nichts passieren. Man kann auch zusätzlich entsprechend das Ding hier auch noch abspannen und das gleiche auf der anderen Seite auch noch machen. Jo, und dann ist das Ganze auch ready vor Einziehen. Einmal Tür auf. Und dann hat man da jetzt, naja, viel Platz wäre übertrieben. Das Zelt hat so eine schöne Vorrichtung, dass man das hier quasi aufrollen kann. Und dann ist hier so ein kleiner Befestigungsteil. Hoppla. Mhm. Zack. Und dann hat man da entsprechend Eingang. Jetzt kann man das Innenzelt noch reinhängen. Muss man aber gar nicht, wenn man mehr Platz haben möchte, kann man also wirklich auch einfach nur mit dem Außenzelt schlafen. Das ist auch eine Option, wenn es einfach nur mal kurz regnet und man einfach mal im Zelt Pause machen möchte. Dann einfach mit samt Rucksack reinhauen, vielleicht noch auf irgendeine Plane draufsetzen. Und man ist erstmal geschützt und kann weitergehen, wenn es weiter geht, beziehungsweise nicht mehr regnet. Und wenn man das Innenzelt dann einhängen möchte, sieht das dann, ich mache das jetzt einfach mal schnell und dann zeige ich euch, wie es dann ausschaut. Also, jetzt haben wir also auch noch ein Innenzelt drin. Innenzelt ist gelb. Und jetzt kann ich euch mal zeigen, was das Teil denn noch für Features hat. Nämlich, hier oben haben wir einmal mit so einem Drahtbügel ein kleines Lüfterchen-Vordach. Das hat die Funktion, dass man quasi den oberen Zipfel vom Zelt separat aufmachen kann. Und hat dann hier auch nochmal ein kleines Netzgewebe, wo einigermaßen eben die warme Luft nach oben steigen kann, um dann hier halt eben rauszugehen und dann aus diesem Vordach da quasi rauszukommen. Funktioniert, wenn viel Wind ist, auf jeden Fall, eben im deutschen Wald nicht, weil wir hier zu hohe Luftfeuchtigkeit haben und da hat man dann halt relative Tropfsteinhöhle im Zelt, weil ja die ganze Feuchtigkeit, die vom Boden aufsteigt und auch die Atemfeuchtigkeit, die man selber abgibt, dann einfach auch im Zelt hängen bleibt. Das ist ja in beide Richtungen wasserdicht. Und tropft dann halt irgendwann doch auch mal aufs Innenzelt und irgendwann auch durchs Innenzelt und dann hockt man halt irgendwann in der Tropfsteinhöhle. Das ist vor allen Dingen ein Problem eben bei so kleinen Ein-Personen-Zelten. Das hat aber noch kein Hersteller von Ein-Personen-Zelten wirklich befriedigend gelöst, besagtes Problem. Kommen wir zum Innenraum. Das Zelt lässt sich schön auf fast der ganzen Länge aufmachen. Da vorne ist jetzt eine Brombeere, deshalb fasse ich da ein bisschen auf. Da hofft man sich da entsprechend rein. Hat hier noch eine kleine Apsis, also einen Zeltvorraum. Das reicht für ein Personengepäck auf jeden Fall. Also ich bin schon mit einem fast 90 Liter Rucksack unterwegs gewesen, der war voll und den konnte man hier vorne auch die Apsis auf jeden Fall noch reinlegen. Ist alles nicht komfortabel, soll es aber auch nicht sein. Beziehungsweise kann es nicht sein, wenn man so ein kleines Zelt haben möchte, das wirklich nur 1,5 Kilo wiegt. Für ein Vollwertzelt, das halt eben absolut sturmtauglich ist, das muss man immer noch dazu sagen. Also dieses Ding funktioniert wirklich auf den höchsten Bergen von Skandinavien. Alles überhaupt kein Problem. In den Alpen bis ganz weit nach oben, solange man überhaupt Boden findet, wo man Heringe einschlagen kann. Und auch wirklich eben in arktischen Regionen ist man mit einem Hilleberg-Zelt tatsächlich immer noch relativ überlebensfähig. Also das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Das hier lässt sich übrigens auch aufrollen. Und auch wieder entsprechend mit einer ähnlichen Vorrichtung wie auch am Außenzelt fixieren. Die genauen Maße vom Zelt schreibe ich euch in die Videobeschreibung rein. Und ja, also wie gesagt, Gewicht 1,5 Kilo, von der Länge her, ich bin 1,90. Ich passe da von der Länge her absolut problemlos rein. Gerade hatte ich den Hut verloren, das habe ich jetzt natürlich rausgeschnitten, weil sonst würde ich mich ja ohne Hut, das wäre ja peinlich, das geht ja überhaupt nicht. Also ja, jedenfalls, ich passe also auch an den Enden, auch mit Hut, noch relativ gut rein und habe auf jeden Fall noch genug Kopffreiheit, dass ich nicht ans Material anstoße. Zwischen dem
Innenzelt und Außenzelt ist auf jeden Fall auch immer noch ein bisschen Platz, dass da eben eine gewisse Luftzirkulation da ist und an das ganze Wasser, was sich da bildet, eben vorher abtrocknet im Idealfall, bis wo es da drauf tropft und man halt eben in der Tropfsteinhohle sitzt. Aber wie gesagt, im Wald ist einfach zu viel Luftfeuchtigkeit, das funktioniert nicht. Auf dem Feld ist es schon gleich viel besser, weil man einfach ein bisschen Wind hat und damit eine gewisse Luftzirkulation. Dann funktioniert das mit dem Abtrocknen viel einfacher und dann geht's. Und insbesondere, wenn man das Zelt hat, an irgendwelchen so richtig windigen Stellen, auf irgendwelchen Bergspitzen, Felsklippen und Ähnlichem aufstellt, dann hat man überhaupt keine Probleme mit dem Kondenswasser. Und da es ja absolut windstabil ist, geht das auch tatsächlich und macht besonders viel Spaß, wenn man dann morgens auf irgendeiner Felsklippe aufwacht, da aussteigt bzw. das Zelt morgens aufmacht und so eine wunderbare Aussicht hat, ist großartig, kann ich nur empfehlen. Und das erklärt dann auch, wozu man ein 400 Euro teures Zelt braucht. Wirks. Man hat hier übrigens jeweils noch unter diesen Endpunkten ist auch jeweils noch so eine kleine Luke, die man noch zusätzlich aufmachen kann, um die Belüftung noch zu verbessern. Lässt sich also sehr weit aufmachen eigentlich und bringt auch belüftungstechnisch noch ein bisschen was, wobei das ein Material ist, wo der Wind auch so durchgeht. Also selbst wenn man es nicht aufmacht, ist da immer noch eine gewisse Luftzirkulation gegeben. Das ganze Zelt besteht aus Kerlon 1000. Das ist das Vorgängermodell vom aktuellen Hilleberg-Zeltmaterial. Das aktuelle ist, glaube ich, noch mal ein bisschen leichter pro Kubikmeter, aber genauso wasserdicht. Wie gesagt, die technischen Daten, das blende ich euch noch mal unten, beziehungsweise schreibe ich euch da unten noch mal in die Videobeschreibung oder blende es jetzt ein. Seht ihr dann ja. Und jawohl. Also Nachteil, selbst von so einem High-End-Zelt im deutschen Wald, ist halt eben das Problem mit dem Kondenswasser. Dass es selbst wenn es nicht regnet oder wenn es nicht viel genug regnet, hat man da drin einen gewissen Wassereinbruch, einfach allein schon durch das, was man halt eben von dem Boden an Feuchtigkeit hochgeht und das, was man selber ausatmet bzw. transpiriert. Jawohl, deshalb ist das für den deutschen Wald eigentlich nicht nötig. Ist trotzdem mal ganz witzig, drin zu pennen. Jawohl, aber das ist eigentlich eben ein Hochgebirgszelt für richtig windige Ecken und Kanten und jawohl. Wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Kostenpunkt war damals 400 Euro, mittlerweile kostet es ein bisschen mehr, hat aber nochmal ein aktualisiertes Gewebe bekommen, ist demzufolge nochmal ein bisschen besser. Ich glaube, es hat sogar noch irgendwie noch einen zusätzlichen Lüfter irgendwo, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber naja. So viel dazu. Abbau zeige ich euch jetzt nicht. Noch eine ganz kleine Ergänzung, was ich einfach noch ein tolles Detail finde. Jedes Hilleberg-Zelt hat noch einen kleinen Zettel, auf dem draufsteht, welcher Hilleberg-Mitarbeiter jetzt dieses Zelt speziell zusammengenäht hat. In meinem Fall war es der Aime Kallas. Ich vermute mal, so spricht man ihn aus. Nur noch mal so als kleine Ergänzung, also das Gegenteil von Made in China sozusagen. Made by. Und das ist also das Hilleberg-Akto. Jawohl. Dann macht's gut. Bin ich überhaupt im Bild? Bis zum nächsten Mal.